Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sehr geehrter Herr Vorsitzender und meinen geehrten Zuhörer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Das Thema meiner heutigen Rede lautet MTA, Muslim Television Ahmadiyya, ein Segen des Khilafats. Allah sagt im Heiligen Koran, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte, und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat, und dass er für gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit umwandeln wird. Sie werden mich verehren und sie werden mir nicht zur Seite stellen. Wer aber hiernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. In diesem Vers des Heiligen Korans hat Allah eine Offenbarung und eine frohe Botschaft gegeben, dass wie nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird Gott ein weiteres Mal die Manifestation des Khilafats etablieren, welche bis am Tage des jüngsten Gerichts unter uns sein wird und diese Manifestation den Glauben festigen wird. Hazrat Khalifatul Musi al-Khamis, ayyadahullah ta'ala bin al-Sizis, möge Allah sein Helfer sein, sagte, das Ziel dieser Manifestation ist es, die Gemeinde zu vereinen und sie vom Bösen zu schützen. Sie ist wie eine Perlenkette. Wenn die Perlen verstreut und einzeln sind, sehen sie weder schön aus noch sind sie sicher. Nur wenn die Perlen in einer Kette vereint sind, sind sie sicher und sehen schön aus. Geehrte Zuhörer, es ist MTA, welches die Ahmadis auf der ganzen Welt mit dem Khilafat vereint. Durch MTA wird jedem Ahmadi auf der Welt die Möglichkeit gegeben, den Khalifen zu treffen, mit ihm eine Audienz zu haben. MTA bildet und reformiert seine Zuschauer in allen guten Aspekten. Er erzieht seine Zuschauer und bildet sie weiter. Die Jamaat Ahmadiyya brauchte im zweiten Jahrhundert seiner Gründung eine Möglichkeit, die Mitglieder der Gemeinde zu erziehen und sie weiterzubilden. MTA hat diese Not gelöst. Hazrat Khalifatul Musi Rabi Rahmullah sagte, die Gebete des Khalifen werden für denjenigen in Erfüllung gehen, der mit Treue und Verbundenheit für Dua schreibt und seine Taten auch bezeugen, dass er immer seinen treuen Gelübde treu ist. Für solche gehorsamen Menschen habe ich solche Beispiele gesehen, dass die Gebete in Erfüllung gegangen sind, bevor sie zu Ende gebetet wurden. So wenn wir wollen, dass unsere Gebete schnell in Erfüllung gehen, so sollten wir jedes Wort des Khalifen der Zeit lauschen und vollkommene Gehorsamkeit am Tag legen. Bhai Abdurrahim Qadiani wurde von Gott eine Offenbarung gegeben: Lass alles andere los und halte dich an den Khalifen fest.
Geehrte Zuhörer, Allah hat uns wie versprochen mit dem Khilafat gesegnet. Es ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Band nie loslassen. Durch MTA bekommen wir, Alhamdulillah, die Möglichkeit, dies zu tun. Denn MTA ist ein Segen, welcher schon von mehreren Jahrhunderten von Gott offenbart worden ist. Allah sagt im Heiligen Koran, was tam yawma yunadil munadi mim makanin karib, yawma yasma'una sayhata bil haq, zalika yawmul khuruj. Und höre zu, der Tag, wenn der Rufer rufen wird von naher Stätte, der Tag, wenn sie in Wahrheit den Posaunenstoß hören werden, das wird der Tag des Hervorkommens aus den Gräbern sein. Hazrat Jafir Sadiq Sahib Rahimullah Ta'ala schreibt diesen Vers auslegen: Ein Rufer wird den Imam Mahdi und seinen Vater verkünden und die Stimme wird zu jedem gleichmäßig durchkommen. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte zu Hazrat Ali Radiallahu Ta'ala Anhu über die Zeit von Imam Mahdi erzählend: Dann wird eine Stimme ertönen, welche von weitem genauso gut zu hören sein wird wie von nahem. Der verheißene Messias, alayhi salatu islam, hatte am 8. Dezember 1902 einen Kaschf, eine Offenbarung erhalten, die wie folgt lautet: Ich habe das Gefühl, als würde ich in der Luft schwimmen, und da ist eine Vertiefung, welche so groß ist wie das Haus von Nawab Sahib von hier. Damit ist das Haus von Nawab Muhammad Ali Khan Sahib gemeint und die Entfernung zur Mubarak Moschee Qadian. Und ich schwimme in dieser von einer Stelle auf die andere und zurück. Sayyid Muhammad Ahsan Sahib stand an der Grenze. Ich habe zu ihm gesagt: Schauen Sie, Jesus ist auf Wasser gelaufen und ich fliege in der Luft. Hamad Ali ist bei mir und diese Vertiefung haben wir mehrmals umrundet. Wir mussten weder unsere Hände noch unsere Füße bewegen und fliegen mit Leichtigkeit hin und her. In der heutigen Zeit erkennen wir die Bedeutung, was mit dem Schwimmen in der Luft gemeint ist. Es bedeutet, dass der verheißene Messias alayhi salam über die Luft herrschen wird und er wird durch die himmlischen Wege über das Volk von Jesus obsiegen. In dieser Offenbarung wäre es nicht verkehrt, die runde Vertiefung als einen Satelliten zu nehmen, denn um auf ihr zu schwimmen, braucht man weder seine Hände noch die Füße zu bewegen. Hamad Ali war der Arbeiten von Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Ein Aspekt dieser Offenbarung wäre, dass mit Hamad Ali die Widerspiegelung von Ali radiallahu ta'ala anhu, der vierte Khalif des verheißenen Messias alayhi salatu wasalam, gemeint ist, welcher stetig bemüht ist, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dienen. Und Hamid wurde er deshalb genannt, weil er immer in Gedenken Allahs vertieft ist und mit dem Messias der Zeit in der Luft schwebt. Allah sagt im heiligen Koran: Inna sha'nu nazzil alayhim minas sama'i ayatan fazallat anakuhum laha khadi'in. Wenn wir wollen, wir können ihnen ein Zeichen vom Himmel niedersenden, sodass ihre Nacken sich demütig davor beugen. Hazrat Jafir Sadiq legt diesen Vers so aus: Ein Verkünder wird aus dem Himmel verkünden und seine Stimme wird eine junge Frau hinter einem Vorhang hören, so wie auch die Menschen in Osten und in Westen. Geehrte Zuhörer, wir sehen, dass in der heutigen Zeit die himmlische Botschaft durch MTA jeden Menschen erreicht, sie die Menschen bei ihnen zu Hause reformiert und zu besseren Menschen macht, zu loyalen Bürgern macht. In der Aqsa-Moschee Qadian wurde das erste Mal am 7. Januar 1938 Lautsprecher installiert. Das war für die damalige Zeit ein so großes Ereignis, dass Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu eine Ansprache gehalten hat und gesagt hat, dass die Tage nicht mehr weit sind, in denen eine Person an seinem Platz sitzen, die ganze Welt bilden und aufklären wird. Azur sagte, dass zurzeit erlauben uns es unsere Mittel nicht. Wir haben gerade nicht die nötigen finanziellen Mittel und es fehlt auch noch an Wissen,
Aber wenn diese Hürden überwunden sind und sie werden in naher Zukunft überwunden sein, es ist gut möglich, dass jemand in Qadian sitzen, die Exegese des Korans und die Hadithe lehrt und die Menschen in Java, in Amerika, England, Frankreich, Deutschland, Australien, Ägypten und in Iran durch die drahtlosen Geräte diese hören werden und so reformiert werden. Der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam, sagte einmal: Ich wünsche mir ein Haus, um den herum die Häuser der Jamaat-Mitglieder sind und sich in der Mitte mein Haus befindet. Und ich in jeder ihrer Häuser ein Fenster habe, damit ich mit jedem jederzeit Kontakt haben kann. Geehrten Zuhörer, die Gebete des verheißenen Messias, alaihissalatu wassalam, sind in voller Glorie in Erfüllung gegangen und Allah hat uns durch seinen Segen Muslim TV Ahmadiyya geschenkt. Den verheißenen Messias, alaihissalatu wassalam, wurde die Offenbarung gegeben, welche in Taskara zitiert ist: Ein Verkünder wird aus dem Himmel rufen. Des Weiteren wurde 1897 ihn offenbart: Yunadi munadi minas sama al ardu was sama uma aga kama huwa ma'i. Der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam, schreibt darüber, dass damit unter anderem auch gemeint ist, dass der Himmel und die Erde mit dir sind. Der vierte Khalif, Hazrat Khalifat Musi Rabi Rahmahullah Ta'ala bin Rasul Aziz, schreibt diese Offenbarung auslegend: Dass der Himmel mit ihm ist, deutet auch auf MTA. Und es ist kein Geheimnis, dass all die Zeichen, die durch MTA auf der ganzen Welt gezeigt werden, überwältigend sind. Hazur sagte: Wenn wir in diesem Jahr diese Offenbarung studieren, kommen wir zu der Erkenntnis, dass die bewegenden Kräfte des Himmels und die radialen Strahlen, von denen man davor nichts wusste, vollkommen für die Hilfe der Jamaat sich offenbaren und weiterhin dies tun werden. Dadurch wird auf der Welt eine Revolution stattfinden. Diese Revolution wird größer sein wie je zuvor. Hazrat Khalifat Musi Rabi Rahmahullah schreibt diesbezüglich, dass die himmlische Reise gerade mal angefangen hat. Die Strahlen des MTA, welche vom Himmel kommen, sind der Anfang der Reise. Es wird noch sehr vieles in der Zukunft geschehen. Obwohl ihr das gesehen habt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was die nächsten Jahrhunderte offenbaren werden. Ihr könnt es sich nicht vorstellen, von welchen großartigen Sache der Grundstein gelegt worden ist. So bedankt euch bei Allah für seine Segnungen und schreitet vor. Geehrte Zuhörer, dieses Jahr hat die Jamaat Ahmadiyya 25 Jahre Jubiläum von Muslim Television Ahmadiyya unter der Leitung vom Khilafat gefeiert. Der vierte Khalif, Rahmahullah Ta'ala bin Rasul Aziz, möge allein gnädig sein, hatte vor 25 Jahren das Projekt von MTA International eingeleitet. Das Studio war dazu mal gerade mal 10x10 Quadratmeter groß. Die meisten freiwilligen Helfer, die damals dieses Projekt unter der Leitung von Hazrat Khalifat al-Musi mitorganisiert haben, hatten kaum oder keine Erfahrung in diesem Bereich. Es hatte damals in Mahmoud Hall in London begonnen. Man hatte eine kleine Videobibliothek, lediglich eine Videokamera sowie ein paar Lichter zur Verfügung. Während einer Aufnahme mit Hazur Rahmullah wurde der Raum so warm, dass die Vorhänge anfingen zu brennen. Hazur sagte, dass diese bescheidenen Anfänge ein Teil der Geschichte sind. Am Anfang musste man sehr viele Programme aufnehmen, um den Sender beim Laufen zu halten. Hazur investierte hierfür sehr viel Zeit und bildete und reformierte die Jamaat-Mitglieder so. Wir selber sind Zeugen von den Segnungen von MTA, seien es die Urdu-Kinderklassen mit Hazur oder die Frage-Antwort-Sitzungen mit ihm, die Koranklassen oder die homöopathischen Schulungen, die Hazur gegeben hat. In all diesen Programmen hat man die Liebe des Khalifen zu seiner Jamaat gesehen. Bei der Eröffnungsansprache von MTA sagte Hazur, dass der heutige Tag für die Jamaat Ahmadiyya ein sehr segensreicher Tag ist. Der heutige Freitag legt einen Meilenstein für das nächste Jahrhundert der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat. Die Jamaat...
Die Jamaat begibt sich nun in einem neuen Zeitalter. Die Vision von MTA ist in Erfüllung gegangen. Durch die Leitung des Khilafats bringt dieser Sender nun seit 25 Jahren den wahren Islam zu den Menschen und reformiert sie. Als durch das Ordinance von Zia-ul-Haq die Jamaat stark verfolgt wurde und Sur von Pakistan ausreisen musste, haben die Menschen in Pakistan um ihren Imames Willen getrauert und gebetet, dass Gott ihnen ihren Imam wieder zurückbringt. Allah hat die Bittgebete der Jamaat gehört und durch diesen Sender den Khalifen ihrer Jamaat wieder zurückgebracht. Die sogenannten Gelehrten des Islams wollten, dass die Stimme der Jamaat verstummt. Doch Allah wollte sie wie in seiner Offenbarung an den verheißten Messias, al-Islam, die wie folgt lautet: Ich werde deine Botschaft bis ans Ende der Welt tragen, durch MTA verbreiten. MTA hat am Anfang mit einem Sender und mit einer Stunde Sendezeit begonnen. Heute sind es durch die Leitung des Khalifen 5 Sender, die auf verschiedenen Sprachen die Jamaat erreichen. Die Jamaat hat nun durch die Gnade Allahs 10 globale Satelliten, die 24 Stunden am Tag senden. Das alles konnte nur durch die göttliche Leitung passieren. Durch Khilafat sind wir alle wie grüne Zweige. Wenn wir uns von Khilafat abwenden, und werden wir wie ein dürrer Ast eines Baumes, welcher keinen Wert hat. Nun werde ich ein paar Beispiele vorlegen, wie die Menschen durch MTA sich reformiert haben. Ein Freund schreibt, dass er durch MTA nun die Möglichkeit bekommen hat, die Ansprachen des Khalifen zu lauschen und sich so zu bessern. Er schreibt, ich war früher faul, doch jetzt höre ich die Ansprachen regelmäßig. Ich nehme nun auch an die Aktivitäten der Jamaat teil. Ich fühle mich so, als ob ich meine verlorene Fackel zurückgefunden habe. Eine Frau schrieb an Hazur, dass ich jeden Freitag mit meinen Kindern zusammen ihre Ansprache höre. Diese Ansprache hat für mich mehr Wert wie alles andere. Früher habe ich jeden Freitag mich auf die Dramas gefreut, welche im Fernseher laufen, doch heute möchte ich nur noch ihre Ansprachen hören. Eine andere Frau schreibt an Hazur, dass wenn wir sie am Fernseher sehen, scheint es so, als ob wir einander gegenüber sitzen. Meiner Meinung nach ist MTA für uns Frauen und unsere Kinder der größte Segen. Wir wollten stets, dass unsere Kinder sie treffen. MTA hat diesen Wunsch nun erfüllt. Durch MTA haben auch viele die Ahmadiyyat angenommen. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah sagte, dass die Araber für MTA sehr viel Interesse zeigen. Manche arabische Zeitungen haben auch die Erlaubnis genommen, das Programm von MTA in ihren Zeitungen drucken zu können. Sie schreiben, dass durch diesen Sender die wahren Lehren des Islams in die Welt getragen werden. Aus Marokko schreibt ein Freund, ich habe den Glauben lange studiert, doch nachdem ich MTA geschaut habe und mein Herz in die Jamaat hat es mein Herz in die Jamaat gezogen und ich habe die Ahmadiyyat angenommen. Das, was mich am meisten überzeugt hat, ist, dass die Jamaat bei ihrer Exegese von dem Heiligen Koran auch die Logik und die Weisheit nutzt. Ein anderer Araber, Abdurrahim Riddi, schreibt, ich lebe seit 9 Jahren in Italien. Vor einem Monat habe ich zufälligerweise ihren Sender gefunden und seitdem schaue ich das Programm Liqam al-Arab an. Dieses gesegnete Programm hat mir sehr gefallen. Ich habe dort erfahren, dass der Imam Mahdi schon erschienen ist und sein vierter Nachfolger die Jamaat am Leiten ist. Ich habe durch MTA solche Weisheiten erfahren, welche ich davor nie gehört habe. Wir sind die Glücklichen, dass Gott auf uns seine Manifestation, die Manifestation des Khilafats gesendet hat und wir durch ihr recht geleitet werden. Deshalb sollten wir Gott für die Segnungen danken und indem wir den Worten des Khalifen folgen und seiner Reden immer Gehör schenken. Der Khalif der Zeit ist die Person, die auf der Welt den stärksten Kontakt zu Allah pflegt und der Vertreter Gottes auf Erden ist. Gott ist mit ihm und Gott segnet seine Worte. Hazur sagt, uns erinnern, dass wir die Freitagsansprachen live hören sollten. Die Umfragen zeigen, dass hier MTA nicht so oft geschaut wird, wie es sein sollte.
Auch meine Ansprachen werden nicht von allen live gehört. Die Jamaat gibt so viel Geld für die Erziehung der Gemeindemitglieder aus. Falls es wegen der Zeitverschiebung nicht möglich ist, meine Ansprachen live zu hören, dann sollten Sie zumindest die Wiederholungen hören. Viele Nicht-Ahmadis hören meine Ansprachen und schreiben mir dann, Allah hat durch MTA ein Mittel geschaffen, um die Bindung zwischen Khilafat und den Gemeindemitgliedern zu stärken. Falls Sie zu Hause darauf keine Acht geben, werden sich Ihre Kinder langsam vom Glauben entfernen. Bevor Sie das bereuen, sollten Sie sich mit dem Khilafat verbinden und ein sehr gutes Mittel dafür ist MTA. Es laufen zahlreiche Programme auf MTA, Sie sollten aber zumindest die Freitagsansprachen hören. Nur weil der Murabbi Sahib die Zusammenfassung vorliest, sollte man nicht auf die komplette Ansprache verzichten. Es besteht ein sehr großer Unterschied zwischen den kompletten Ansprachen und der Zusammenfassung. Der zweite Khalif, Hazrat Muslim Maud Rasulullah Talanho, sagte, jede Freitagsansprache, die ich halte, jede Rede, die ich halte und jedes Schreiben, welches ich verfasse, sollte von jedem Ahmadi so gesehen werden, als müssten sie im Nachhinein eine Prüfung davon ablegen und die Handlungen, welche in dieser Ansprache angesprochen worden sind, sollten als eine praktische Prüfung gesehen werden. So, und wenn ihr es studiert und verstanden habt, dann denkt, dass ihr nun Lehrer seid, dann solltet ihr es auch anderen weitergeben. Ein anderes Mal sagt der Khalif Sirabi Rahmullah, dass durch meine Erfahrung kann ich sagen, wenn jemand anderes die Worte des Khalifen überbringt, dies nicht so einen großen Nutzen mit sich trägt, wie wenn man die Worte des Khalifen selber lauscht. Ein großer Teil meines Lebens habe ich unter anderen Khalifen verbracht, indem ich versucht habe, ihnen Folge zu leisten. Und ich weiß, dass wenn jemand verkündet, dass der Khalif der Zeit dies und jenes gesagt hat, und wenn man dies selber von Khalifen der Zeit hört, ein Weltenunterschied ist. Von wem auch immer die Botschaft kommt, Folge muss man ihr trotzdem leisten, aber die Wirkung ist nicht mehr dieselbe. Das Programm von MTA wird durch die von Gott in die Wege geleiteten Erfindungen dieser modernen Zeit zeitgleich überall ausgestrahlt und die Jamaat aus aller Welt tragen aus erster Hand daraus Nutzen. Sie werden dadurch zu einem Volk zusammengeschweißt. Die Gegner der Jamaat haben versucht, die Stimme der Jamaat verstummen zu lassen, doch Allah hat sie auf der ganzen Welt verbreitet. So seien es die Ahmadis aus der Schweiz oder die aus Deutschland, aus Pakistan oder aus Indien, aus Afrika, aus Russland oder aus Amerika. Alle Ahmadis sind an der Hand des Khalifen vereint. Sie hören die Anweisungen des Khalifen der Zeit durch MTA und werden so gleichzeitig rechtgeleitet. Ihr Äußeres wird sich voneinander unterscheiden, aber das Aussehen des Geistes wird dasselbe sein. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat einen spirituellen Führer, welcher von Gott rechtgeleitet ist. Deshalb praktizieren die Ahmadis den wahren Islam, den Islam des Friedens, den Islam der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe. Diese gegenseitige Liebe ist auch innerhalb der Jamaat da. Die Ahmadis lieben ihren Khalifen und er liebt sie. Darüber sagte unser geliebter Khalif, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, möge Allah sein Helfer sein. Der Wunsch des Treffens zwischen den Khalifen der Zeit und den Jamaat-Mitgliedern ohne jegliche Mittel kommt aus gegenseitiger Liebe. Allah hat durch seine Barmherzigkeit uns gesegnet, dass er uns noch einen anderen Weg geöffnet hat und uns die Möglichkeit der halben Mulakat durch MTA gegeben hat. In einer Khutbah erwähnte unser Khalif, Hazrat Khalif Masih al-Khamis, wenn Sie den Worten des Khalifen der Zeit kein Gehör schenken, dann werden nicht nur Sie sich von Segnungen entfernen, sondern auch Ihre Nachkommenschaft wird sich von Glauben entfernen. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraku. Lasst uns alle samt am Seile Allahs festhalten und jedem Wort des Khalifen Gehorsamkeit leisten. Mögen wir uns durch die Worte des Khalifen reformieren. Solange wir uns an dem Seile Allahs festhalten, werden wir uns weiterentwickeln und Früchte tragen. In der Botschaft, die uns unser geliebter Khalif, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, möge Allah sein Helfer sein, anlässlich unserer diesjährigen Jalsa durch seinen Vertreter gegeben hat,
hat er uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir regelmäßig MTA schauen sollen. Hasur schrieb in seiner Botschaft, sie sollten regelmäßig MTA schauen und auch ihre Familie und speziell ihre Kinder motivieren, dies zu tun. Sie sollten regelmäßig meine Freitagsansprachen hören und dies, wenn möglich, live. Ebenso sollten sie meinen anderen Reden, welche an wichtigen Veranstaltungen gehalten werden, Gehör schenken. Dies wird ihnen ermöglichen, den Kontakt zu Khilafat aufrechtzuerhalten. Es wird ihren Glauben stärken und dazu führen, dass die weltweite Jamaat einheitlichen Gedanken und Ziele haben wird. Hazrat Khalifat al-Masih al-Khamis, Ayyadahullah ta'ala bin al-Aziz, sagte, es ist mein Glaube, dass in der heutigen Zeit MTA die Leiter ist, durch die man zum wahren Licht des Islams gelangt. Wir sind die Glücklichen, dass Allah uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir den Imam der Zeit erkannt haben. Gott hat uns einen Khalifen gegeben, welcher für uns seinen Schmerz in sich trägt und Liebe für uns in seinem Herzen hat. Egal wie viel wir Gott dafür danken, trotzdem wird das zu wenig sein. Eine Art des Dankes wäre es, dass wir der Stimme des Khalifen der Zeit lauschen, seine Rechtleitungen Folge leisten. Das Hören seiner Stimme bringt Segnungen mit sich und seinen Worten zu folgen bringt weltliche und geistliche Reichtümer. Seine Stimme ist die Stimme der Zeit. Diese durch Gott geleitete Personen sprechen, was das Verlangen der Zeit ist. Sie sehen die Zeichen Gottes und leiten durch diese die Menschen. Göttliche Hilfe ist mit ihnen. Man sieht Gottes Attribute in ihnen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir den Worten des Khalifen Folge leisten und dadurch einen lebendigen Kontakt mit Gott herstellen können. Amen.